Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Phönotopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück. Oh. Der hat einen Recycler, der meinen alten Schrott kauft. Was ist da drin? Whee! Der Tod, weil ich kann immer noch nicht schwimmen. Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Ader finden müssen, weil der hat diese Knallbonbons. Nimm zur Schneiderei oder zum Friseursalon. Mein Geld reicht nur für eins von beiden. Entscheidungen, Entscheidungen. So, wo sind wir hier? Oh, absolutes Funken. Was für ein wunderschöner, üppiger Shop. Ist das Natur? Ich glaube, ich bin verliebt. Also halt in deine Haare bin ich verliebt. Ich würde es lieben, da reinzugehen und durchzufahren, sich zu stylen und alles mögliche mit ihnen zu machen. Ich bin übrigens Charles, begeisterte Friseurin und Stylistin. Aber genug von mir. Was kann ich für dich tun? Haare färben? Natürlich, immerhin habe ich die ganze Welt nach exotischen Farben durchkämmt. Schau dir dieses Menü an und sag mir, welche Farbe du dir wünschst. Ich bleib mal bei Traumrosa. Sehr gute Wahl, lass uns gleich anfangen. Oh, guck mal. Das sieht aber nicht nach Rose, das sieht nach Violett aus. Nee, ich finde die normale Haarfarbe schöner. Aber schön, dass man seine Haare ändern kann. Finde ich wirklich schön. So, und hier? Was ist hier möglich? Wir kommen in der Lorelei-Schneiderei. Ich bin Lorelei und ich kann dein Inventar... Oh, das will ich haben. Ja, wir können nie genügend Taschen haben. Da hast du recht. Inventar vergrößern. Für dein derzeitiges Level hast du immer noch eine Menge Platz für neue Taschen. Eine weitere Tasche kostet dich nur 50. Ja, nehme ich! Mehr Platz finde ich immer gut. Ich habe jetzt einen Inventarplatz mehr. So, kann ich es nochmal erweitern? Ja, kann ich. Ich will mal gucken, wie weit ich es erweitern kann momentan. Ich kann es noch einmal erweitern. Je größer mein Inventar ist, desto besser. Einmal kann ich mir noch leisten. Hätte ich mir nicht hier den Friseur gegönnt, dann hätte ich sogar nochmal vielleicht. Aber jetzt haben wir richtig viel Platz. Hat sich jetzt schon gelohnt. Nordwestlich der Stadt hat ein selbsternannter Bombenschmied seine Arbeitsstätte. Man hat täglich 1 bis 3 Explosionen von da drüben gehört. Absolute Lärmbelästigung. Okay, du hast mir gerade schon bestätigt, dass ich hier mal eben kurz weg will. Adas Haus. Ich hoffe, ich kriege hier Bomben. Hallo? Ist hier ein gewisser Herr Ada? Adas Bombenbau, dein Haus mit einem Wumms um, zurzeit im Urlaub. Fest verschlossen. Vielleicht kann mir jemand bei diesem Schloss helfen. Warte. Oh, da oben ist was, aber dafür brauche ich jetzt wahrscheinlich die Bomben. Ist das ein Feuer? Nö. Also, ob das eine Feuerstelle ist, wollte ich eigentlich fragen.
Da ist schon definitiv eine Feuerstelle. Flieh! Du stehst doof. Danke. So, jetzt kann ich wenigstens auch mal endlich ein paar Sachen kochen. Zum Beispiel das hier. Ja, ich will die Stachelfrucht kochen. Mal easy. Eine größere Stachelfrucht um. Was kommt hier aus dem Honigtropfen raus? Die habe ich schon vermasselt. Habe ich prima gemacht. Dafür habe ich die gesammelt, Leute. Um sie am Ende wegzuwerfen. Bei dem Schloss hieß es. Hier ist auch noch eine Höhle. Die ist wieder stockfinster. Nee. Wo ist denn hier ein Schloss? Nein, hau ab. Geh weg von mir. Vielleicht müssen wir hier irgendwo ein Schloss finden. Nee, 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 nee. Ich mag die Hintergrundmusik. Manchmal, wenn ich was höre, höre ich ein leises Krollen von unten drauf. Vielleicht ist dieser Brunnen verflucht. Ist da etwas drin? Nicht, dass wir nachgucken könnten. In diesen turbulenten Zeiten hilft es sehr, sich einfach mal zurückzulehnen und ein bisschen beim Angeln zu entspannen. Interessierst du dich auch fürs Angeln? Bin ich am Angeln interessiert? Ja. Ich bin kein Experte, aber da war einer, der wie einer aussah, nordwestlich von hier, in der Mondlichtschlucht. Dieser Kerl trug einen Hut und saß an einem Lagerfeuer. Ja, er wollte mir ein paar Tipps geben, hätte ich bloß mal zugehört. Jonglier weiter, weiter jonglier. Wenn du aufhörst, fange ich an zu weinen. Diese Kinder haben zuvor so traurig gewirkt. Jetzt gucken, wie fröhlich sie sind. Ich könnte das stundenlang machen, solange das den Kids ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Och, du bist goldig. Dieser Jongleur ist gut, aber weißt du, was spannender wäre? Feuerbälle jonglieren. Das wäre, würde wirklich Menschenmengen anziehen. Tu das dem armen Jongleur doch nicht an. Hier ist ein Palast. Ich höre eine Ziege. Die bilde ich mir doch nie ein. Ich bin immer noch gebunden, auf der linken Seite zu spawnen. Hallo. Wir suchen einen gewissen Herr Ada. Ich lese jetzt mal nicht jeden vor. Sonst sitze ich hier morgen noch. Oh. Schade, war nichts drin. Du bist eine Köchin. Gut, da kann ich kochen. Das hier ist ein Rätsel. Aber ich weiß nicht, wie es aufzulösen ist. Irgendwo gibt es doch bestimmt einen Tipp darauf. Hier schon mal nicht, aber hier ist auf jeden Fall eine Kiste versteckt. Ich muss das Ding nach links... geht nicht. Zumindest nicht so. So, jetzt muss ich ein Stück hierher ziehen. Einmal drumherum, durchschieben und dann kann ich hier durch. Zack. Ich habe einen Mondstein gefunden, jawoll. Und haufenweise Geld. Okay, ein Rätsel gelöst.
suche natürlich immer noch den Hinweis hier. Lecker Fleisch. Ja. Warte mal. Ich lese mir hier. Ob da irgendwie eine Andeutung an die Farben ist, aber ist nicht. Die sehen sich auch alle recht ähnlich. Hallo. Okay. Ich glaube, dass die Bilder hier ein Hinweis sind. Ich lese mir jetzt mal durch, was der zu einem sagt. Ich kann hier noch durch. Bringt mir nur nichts. Probiere ich mich nochmal. Es gibt sehr viele Kombinationen, die hier möglich sind. Ich habe es jetzt eine Zeit lang probiert. Ich sehe da kein Land. Ich versuche es nicht mehr weiter. Vielleicht finde ich ja noch irgendwo einen Hinweis in der Hinsicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass dahinter irgendwas Wertvolles auf mich wartet. Die wollen mir nichts geben. Finde ich noch irgendein Gemecker höher, werde ich wahnsinnig. Oh, hi, Gell. Meine liebe Schwester, täusch mich meine Augen, du bist es. Komm heran und lass dich sehen. Sicher erinnerst du dich an mich, deine Freundin aus Kindertagen, deine allerliebste Freundin. War das kurze Jahr, dass ich weg war, mich aus deinem Herz gerissen? Haben wir nicht am gleichen Tisch gegessen, unter demselben Dach geschlafen? Wie geht es unserem lieben Weißenheim? Du hast gesagt, es wäre Publik. Ah, also erinnerst du dich tatsächlich. Komm mit, ich habe viel zu erzählen. Oh, richtig, der Ball und die Kette. Lustige Geschichte, wie sich rausgestellt hat, kannst du ihnen ziemliche Probleme geraten, wenn du nur genug Schulden ansammelst. Ich bin dem Bürgermeister hochverschuldet und muss auf diese Poki hier aufpassen. Für die nächsten 10 Jahre. Mein Leben ist im Eimer. Vielleicht können wir nachher zusammen rumhängen. Oh nee, ich kenne diesen Blick. Tu es einfach nicht, ich bin den Aufwand nicht wert. Der Bürgermeister ist nicht bekannt dafür, vernünftig zu sein. Er ist ziemlich begabt darin, sich zu veräppeln oder schlimmer. Nein, Gell, mach das nicht. Oh, verfluchte Ketten. Ich werde dich retten, Freundin. Vor diesem blöden Tyranne. Diesem Rotzlöffel. Oh, wo ist das, eine alte Dame? Bitte Sie, mein Herr, bitte behandeln Sie Ihre Gäste mit mehr Respekt. Zeus, was willst du? Elisas Freiheit. Oh, wo ist Lach? Aber natürlich. Lauter. Stopp, das war erbärmlich. Also bist du dir des enormen Ausmaßes von dieser Schulden bewusst? Das ist nicht die Menge von Wechselgeld, die eine Bäuerin mit sich herumträgt. Zurzeit haben wir aber ein Räuberproblem. Diese Rüpel haben mich maximal beleidigt. Die denken bloß, weil ich ein Kind bin, können sie mich herumschubsen. Die wollen vermutlich, dass ich zurücktrete und abhaue.
Also, ich brauche jemanden, der sie dafür bezahlen lässt. Rupf ihre Federn, versuche denen den Hintern so sehr, dass die das nie vergessen. Ernsthaft, bringen sie zum Weinen. Und zwar nicht in Freudentränen. Hast du mich verstanden? Das Problem ist, dass keine Kopfgelder sich der Aufgabe als würdig erwiesen haben. Kopfgeldjäger, wollte ich sagen. Technisch gesehen würde die Belohnung, die dir das einbringen würde, nicht mal die Hälfte von dieser Schulden abdecken. Aber ich will mal nicht so sein. Fange Birdie und wir sind quitt. Mein Herr, Sie können unmöglich erwarten, dass ein kleines Mädchen... Hol! Dieses Mädchen hat das Zeug dazu. Nenne es eine Vermutung, aber ich weiß das. Du zweifelst an ihr aufgrund ihres ersten Eindrucks, genau wie die Leute an mir zweifeln. Aber wir sind beide sehr, sehr fähig, oder nicht? Mach dich auf, ich habe auch noch wichtige Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Ich werde es tun für Lisa. Ich rette dich, Lisa. Ich muss dich fragen, was hat er gesagt? Du musst nur einen kleinen Job erledigen? Oh mein Gott, täusch mich meine Ohren, ich liebe dich dafür. Warte, was für ein Job? Mach dir darum keine Sorgen. Warum habe ich das Gefühl, du hältst etwas von mir geheim? Nee, nicht so wild. Ich weiß, dass du nie etwas zu Dummes oder Gefährliches machen würdest. Sag Bescheid, wenn ich dir bei irgendwas behilflich sein kann. Auf meinen Reisen habe ich einige wichtige Skills mitgenommen. Ich kann jonglieren, schwimmen, Schlösser knacken, ein Podium kippen, Bauchreden, Dokumente fälschen. Ich denke mal, weil die beiden blau angestrichen sind, kann ich das gebrauchen. Falls irgendwas davon für dich nützlich sein könnte, bin ich zur Stelle. Kannst du eine Tür für mich öffnen? Okay, da bist du bei mir richtig. Ich kann dir nicht selbst helfen, da ich hier festgekettet bin, aber ich kenne jemanden, der es kann. Sie heißt Genit, lebt in der Gasse im östlichen Viertel. Sag ihr einfach, ich hab dich geschickt. Deine Skills? Okay, wir müssen ins östliche Viertel als nächstes. Wie lange nehme ich jetzt gerade schon auf? Ah, so lange. Okay, dann beenden wir das heute hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, natürlich ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.